Frischküche. Mann, ich freue mich schon richtig, das zu verwenden, wenn die Hölle zufriert. Okay. Viel köstliches Junkfood. Ich habe aber keinen Hunger. Badezimmer. Was zum Teufel war das? Vor allen Dingen, was war das für ein Geräusch? Okay. Kann man auch nichts machen im Badezimmer, aber hier ist komischerweise auch kein Licht an. Verlassen. Larrys Raum. Lisas Raum? Wer ist denn Lisa? Okay. Ja? Hey, Larry? Deine Mutter meinte, ich soll kommen und Hallo sagen. Ich bin gerade in 402 eingezogen. Oh hey, komm rein. Tür ist offen. Oh wow, sehr männlich. Überall fliegen die Klamotten rum. Wow, geile Maske. Ist eine Prothese. Oh verdammt, entschuldige Mann. Kein Ding, ich bin Schlimmeres gewohnt. Freut mich, dass sie dir gefällt. Also, hast du sowas wie kein Gesicht drunter? Was ist passiert? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Okay, Themenwechsel. Ich bin Larry. Ich lebe hier unten mit meiner Mutter. Ich bin Sal. Meine Freundin nennen mich Sally Face. Ich bin gerade von New Jersey mit meinem Vater hierher gezogen. Na, über die Rechtschreibung hier drin reden wir dann nochmal. Sally Face? Um ehrlich zu sein, hege ich Zweifel daran, dass ich wirkliche Freunde hatte. Wie sie angefangen haben, mich so zu nennen, dachte ich mir, dass mich die Idioten damit nicht weiter beleidigen können, wenn ich es selbst auch verwende. Du bist ein ziemlich schräger Vogel, nicht wahr, Sal? Du bist kompliziert. Ich mag dich. Wir werden uns super verstehen. Ha, das hat deine Mutter auch gesagt. Okay, also es scheint jetzt doch ein Typ zu sein, der sich aber optisch so, ja, gibt, als wäre er ein Mädchen. Weil er wohl damit aufgezogen worden ist als Kind. So habe ich das jetzt verstanden. Mutter weiß es am besten. Wieso lebst du hier im Keller? Meine Mutter sagt, es ist, weil wir das Haus vor Ratten beschützen müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie diesen Raum im Gegenzug für die Instandhaltung bekommt. Aber das ist ziemlich cool und das stört mich nicht im geringsten. Ich kann so laut, wie ich will, Musik hören. Wenn sie nicht da ist. Ach, das ist bestimmt der Raum der Mutter gewesen mit Lisa. Hieß die Lisa? Ich weiß es gar nicht mehr. Cool. Ja, das ist so etwas wie mein eigenes kleines Geheimversteck. Ich mag dein Hemd. Danke. Es steht für Sally Face. Hey! Ich habe meine eigene Kollektion. Haha, eigentlich ist das diese Heavy-Metal-Band. Sanity's Fall. Magst du Heavy-Metal? Ich weiß nicht. Oh, das muss sich ändern. Zieh dir das rein. Ist ihre erste Single. Ein Album erscheint in den nächsten Monaten. Was ist in 403 passiert? Shh, nicht so laut, Mann! Was? Was ist? Der Mörder ist immer noch im Gebäude. Woher weißt du das? Ich habe gesehen, wie es passiert ist. Bist du gerade high? Ich wünschte, ich wär's, Alter. Das war verdammt gruselig. Was ist passiert? Okay, also Mrs. Hendersons Toilette war verstopft. Ich war gerade fertig mit dem Reparieren, als ich hörte, wie er reinstürmte und wie ein Irrer brüllte. Ich weiß, was du getan hast. Hermann hat es mir alles erzählt, du blöde Schlampe. Sie versuchte ihn zu beruhigen, aber bevor sie noch ein Wort sagen konnte, hat er ihr die Kehle aufgeschlitzt. Ich war schockiert, konnte mich nicht bewegen, bin vor Angst erstarrt.
Ich habe nur noch durch den Spalt in der Badezimmertür gestarrt. Es ist alles so schnell passiert. Dann hat er auch schon sauber gemacht und ist abgehauen. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich nicht einmal gesehen. Ich habe niemandem etwas davon erzählt, nicht einmal meiner Mutter, aber dir vertraue ich. Du weißt, wer es getan hat? Ja, es war definitiv Charlie. Das dicke Ekel aus 204. Er hat Handschuhe getragen, also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Abdrücke drauf sind. Solltest du das nicht der Polizei erzählen? Ah, schön, jetzt muss ich nicht mehr so rumschreien. Ich habe versucht, mit dem Detektiv zu sprechen, aber er meinte, ich brauche Beweise. Als ob mein Wort nicht reichen würde. Was ist los mit dem Kerl in 103? Das ist mit Mr. Edison. Ihm gehört das Haus. Ich glaube nicht, dass ich ihn schon jemals außerhalb seines Raumes gesehen habe. Er spricht immer nur durch den Briefschlitz. Er ist ein netter Kerl, nur etwas komisch. Ach ja, wenn du sagst, Edison Tee, bitte und danke, gibt er dir einen Hefel seines berühmten Tees. Okay. Ich hasse das Zeug, aber die Erwachsenen fliegen drauf. Okay, man sieht sich. Was ist da? Das ist ein Polizeiscanner. Ich kann bei lokalen Gesprächen von Bullen mithören. Wie zum Teufel bist du zu diesem Ding gekommen? Das erzähle ich dir ein anderes Mal. Aber Moment, du hast mich gerade auf eine großartige Idee gebracht. Wenn ich einen falschen Anruf mache, kann ich sie vielleicht lange genug ablenken, dass du dich im Raum Nummer 403 schleichen kannst. Vielleicht finden wir dort Beweise für den Detektiv. Irgendwas, das sie übersehen haben. Und du hast mich schon für den Einbruch vorgesehen. Naja, ich muss den Anruf hier unten machen und... Ich mache nur Spaß. Ich mache das gerne. Ich wollte ohnehin einen Blick in den Raum werfen. Super. Also, wie ist der Plan? Ich melde einen Banküberfall mit Geiseln. Das sollte die Bullen von hier wegholen. Ich nehme an, das wird uns ein bisschen Zeit schenken, bis sie feststellen, dass es nicht echt war. Du musst im oberen Stock weg sein, wenn ich den Anruf mache. Dann gewinnen wir noch mehr Zeit. Wir können meine Funkgeräte benutzen, um in Kontakt zu bleiben. Dann kann ich dich gleich vorwarnen, wenn die Bullen zurückkommen. Hört sich an, als könnte nichts schiefgehen. Aber nimm lieber einen bewaffneten... Aber nimm lieber einen bewaffneten Tankstellenüberfall oder einen Überfall auf eine Drogerie statt einen Banküberfall. Das werden sie eher glauben. Wahrscheinlich hast du recht. Gute Idee, Sally. Hier, nimm das, geh zu deinem Raum und sag mir, wenn du bereit bist. Drück die Umschalttaste, um mich anzurufen, okay? Ich mag deine Bilder. Danke, Mann, ist meine große Leidenschaft. Okay, 403 sollte ich hin, glaube ich, ne? Genau, das ist der... Jetzt mal im Schauen, Moment, Q... Okay. Und werde aus dem Spiel fliege aus dem Spiel raus, weil der nicht möchte, dass ich die Umschalttaste drücke. Ach so, ich muss erstmal bestätigen. Na toll, jetzt funktioniert es. Fertig? Ich muss noch in meinen Raum. Ruf mich an, wenn du dort bist. Hä? Wieso hat das die ganze Zeit nicht funktioniert und jetzt auf einmal funktioniert das, wenn ich da zigtausendmal drauf drücke? Gut, ich bin jetzt in meinem Zimmer. In Ordnung, ziehen wir es durch. Ich rufe jetzt an. Warte eine Sekunde. Okay, fertig. Das war ein ganz schöner Tumult. Also glaube ich, dass es geklappt hat. Versuche jetzt in Zimmer 403 reinzukommen. Okay. Oh, okay. Mann, das ist ziemlich krank. Erklär's mir. Da sind kleine Figuren. Dem Fleck im Blut noch nachzuurteilen, sieht es so aus, als würde eine fehlen. Das ist es. Jetzt weiß ich, wie wir ihn dran kriegen. Geh raus und komm in den Keller. Okay.
Sanderson und Charlie haben beide diese komischen Spielzeuge gesammelt. Sie waren ganz verrückt danach. Mrs. Sanderson hat diese ganz seltene oder sowas. Sie hat mir davon erzählt, wie ich ihre Toilette repariert habe. Ich wette mit dir, dass Charlie nicht widerstehen konnte, es zu nehmen. Es würde mich nicht einmal wundern, wenn er sie deshalb kalt gemacht hätte. Der Kerl war mir nie geheuer. Irgendwas beunruhigt mich an ihm, verstehst du? Wow, das ist verrückt. Dieser Typ muss dingfest gemacht werden. Wir können nicht mit einem Mörder im selben Haus wohnen. Genau, deswegen musst du dich in Charlies Raum schleichen und schauen, ob du das Zeug findest. Moment, warum muss ich das machen? Ich habe mich schon in 403 geschlichen. Charlie kann mich nicht ausstehen. Er würde mich nicht mal reinlassen. Behauptet, ich hätte Snacks aus seinem Raum gestohlen. Snacks, blöder Fettsack. Okay, ich mach schon. Sonst bekomme ich sowieso kein Auge mehr zu. Cool, du bist der Beste, Sally. Hier, nimm diesen Sack, so kannst du das Spielzeug reingeben, ohne es zu berühren. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass du das schon mal gemacht hast? Haha, nein, ich sehe nur zu viel schlechte Filme. Okay. Das ist kein Sack, das ist eine Plastiktüte. Okay, jetzt muss ich nur mal eben überlegen. Wir sind jetzt ganz unten. Wo der jetzt überhaupt gewesen ist. Ach, Moment, wo laufe ich denn jetzt hin? Also, 5 war der eine Typ. War der bei uns auf der Etage? Jetzt muss ich echt mal überlegen hier. Oh, da steht der Typ wieder. Das ist unseres. Okay, er war doch noch auf einer anderen Etage. Er konnte ja jetzt keine Ahnung, dass ich mir das merken muss, wer wo ist. Ah, das war sie. Charlies Zimmer, der war das, ne? Genau. Okay. Haben wir denn irgendwas? Bekomme das Spielzeug von Charlie in 204. Ja, aber wie? Ja, so weit war ich auch schon. Ich weiß, sind die nicht cool, oder? Ja. Kann ja wohl jetzt nicht direkt was machen. Vielleicht muss ich nochmal mit der Lisa sprechen oder so. Ich meine, wir sind jetzt 2, die war im 3, glaube ich. Hey Lisa. Hey Sal, wie läuft's bei dir? Ich habe Larry getroffen. Hey, super. Freut mich echt, dass ihr euch treffen konntet. Mich auch. Es ist schön, wieder Freunde zu finden. Larry ist echt nett. Ich wusste, dass ihr euch verstehen werdet. Brauchst du Hilfe? Machst du dich über mich lustig, weil ich immer noch an derselben Stelle aufwische? Naja, ich arbeite gerne gründlich, aber ehrlich gesagt bleibe ich manchmal in meinen Gedanken hängen und verliere jegliches Zeitgefühl. Cool, da bin ich genau wie du. Ich wusste sofort, dass du ein kreativer Typ bist, wie mein Larry. Super, dass ihr euch versteht. Manchmal mache ich mir Sorgen um ihn. Worüber machst du dir Sorgen? Aber ich sollte dich damit nicht belästigen. Positiv denken. Hey Lisa. Hey Sel. Mehr kann ich jetzt nicht mit dem reden. Ja. Das war... Achso, doch, das war doch meine Etage. Kann ich denn irgendetwas machen? Der hat doch vorhin von irgend so einem Tee gesprochen. Ach, ja, genau. Moment. Da muss ich zu diesem komischen Typen hin, der die Tür mit dem Schlitz hatte. War der auf 1? Edison, genau. Guten Tag, junger Mann. Neue Bewohner des Edison Apartments, Zimmer 402. Wie kann ich Ihnen helfen?
Edison, Tee bitte und danke. Kommt sofort. Hier bitte, mein Herr. Wohlbekommt's. Okay. Jetzt habe ich den Tee. Riecht irgendwie komisch. Das Zeug werde ich sicher nicht trinken. Okay. Aber vielleicht können wir ihn irgendwie so weglocken oder so. Wo war er denn jetzt? Moment. Auf 3 war sie. Auf 2, glaube ich, oder? Oh, jetzt langsam wird es kompliziert hier. Charlies Zimmer, genau. Okay. Oh, rieche ich da Edisons Tee? Ja, ich habe gerade einen von... Oh, ich liebe Edisons Tee. Gib's her. Okay. Ah, das schmeckt so gut. Und er entspannt. Ach so. Okay. Oh, ich bin wohl einen Moment eingenickt. Ich hoffe, du hast nicht versucht, einen meiner Ponys zu nehmen, Cell. Ich habe gerade angefangen, dich zu mögen. Ich würde nicht mal im Traum daran denken, Charlie. Sehr gut, da bin ich aber beruhigt. Also für den Fall, dass du noch Tee von Edison holst, hätte ich gerne noch ein Schlückchen. Mr. Edison gibt mir heute keinen mehr. Okay. Muss ich jetzt noch mal runter? Auf 1 war der, ne? Ja, das hatten wir doch alles schon. Edison Tee, bitte und danke. Kommt sofort. Wohl bekommt's. Danke, danke. Er war auf 2. Aber wie viel Tee braucht der Kerl? Ich habe Tee von Mr. Edison. Wunderbar. Ah, so entspannt. Und wieder das Gleiche. Muss ich das jetzt mehrmals machen oder mache ich jetzt hier irgendetwas falsch? Was? Wie? Wie gerne? Was gerne? Einmal Tee. Es fühlt sich irgendwie an wie so eine Endlosschleife gerade. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gewollt ist, dass man das mehrmals macht oder ob ich irgendwas falsch mache. Muss doch irgendwas falsch machen. Oder da ein Schlafmittel reinmachen oder so. Vielleicht muss ich mit dem einen nochmal sprechen. Kann ich ja nicht so. Sally, mein Freund, viel Glück. Ja, toll. Kann ich nicht so mit dem nochmal reden? Ach, Moment. Moment, ich habe da so eine Idee. Ich weiß aber nicht, ob das klappt. Weil ich die nämlich beim ersten Mal auch nicht nehmen konnte. Das könnte vielleicht mal nützlich werden, wenn ich was finde, um es zu vermischen. Ach so, ich muss erst den Tee nochmal holen. Okay, jetzt verstehe ich das Ganze. Also es fühlte sich nicht nur wie eine Endlosschleife an. Es war quasi eine Endlosschleife. Es war auch gewollt, aber anders als ich jetzt gedacht habe. Ja, ich möchte nochmal Tee holen, bitte. Danke.
Gerne. Okay. So, jetzt müsste ich rein theoretisch die Schlaftabletten nehmen können. Das wird diesen fetten Bastard ganz sicher außer Gefecht setzen. Perfekt. Addisons Tee mit ein wenig Schlafmittel vermischt. Wenn er das getrunken hat, wird Charlie nicht mehr so schnell aufwachen. Ah, ich wusste, ich habe etwas richtig gemacht. Ach so, ich drücke die ganze Zeit W. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zu ihm runter. Ich habe wieder Tee von Mr. Addison bekommen. So sehr ich das Zeug auch liebe, ich weiß nicht, ob ich davon noch einen Tropfen heute runterbekomme, so seltsam es auch klingen mag. Wirklich? Aber er ist ganz frisch und heiß. Naja, vielleicht. Nein, ich will es nicht übertreiben. Ich habe wahrscheinlich schon mehr als 20 Hefe gehabt. Ganz sicher? Das ist ein neues Rezept, das Mr. Addison ausprobiert. Ich hatte schon 3 Tassen davon und ich dachte, es wäre viel besser als die andere Sorte. Ich habe sogar. Oh, das muss ich ausprobieren. Gib her. Ah, das ist besser als der normale. Ich weiß nicht, wie er das. Yes. Ich habe das Spielzeug geschafft. Sallyface, mein Freund, viel Glück. Ja, toll. Wie viel Glück, ich habe doch das Spielzeug. Nee, der Polizist war nicht hier, ne? Sollte ich das dem Polizisten geben? Der war bei mir auf der 4, oder? Was tut sich, Herr Polizist? Wird dir nicht langweilig, wenn du den ganzen Tag hier stehst? Habt ihr den Mörder schon gefunden? Wenn ich herausfinde, dass du an Beweismitteln herumspielst, besser gesagt, du kannst nur hoffen, dass ich es nicht herausfinde. Ich glaube, ich habe was gefunden. Wovon zum Teufel sprichst du, Kleiner? Naja, ich habe. Hör zu, ich habe hier viel zu tun. Wenn du was Wichtiges hast, zeig es dem Detektiv im ersten Stock. Im ersten, okay. Gehen wir zum ersten. Ach so, der eine, der mich so erschreckt hatte, genau. Hallo, Herr Detektiv. Hallo, Sel. Ich glaube. Nee. Ja, ich glaube, ich weiß, wer es getan hat. Hast du mit diesen Larry-Burschen geredet? Ich habe kein großes Vertrauen in vorbestrafte Teenager. Oh, ich, Hör zu, ich finde es nett, dass ihr Kinder helfen wollt, wirklich. Aber solange du keine Beweise hast, solltest du nicht anfangen, Gerüchte zu verbreiten. Ich habe Beweise. Lass mal sehen. Das ist aus Charlies Zimmer. Wie hast du das bekommen? Ich habe nur bei den Nachbarn Hallo gesagt, wissen Sie? Ich wollte mich nur mal vorstellen. Ich war da mit Charlie und er hat mir seine Spielzeuge gezeigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass auf einem Blut drauf ist. Ich war mir sicher, dass es ein Beweis sein könnte. Also habe ich es in diesen Sack mitgenommen. Na sowas, ein kleiner Möchtegern-Detektiv, was? Haha, danke, Kleiner, den nehme ich mit. Aber das nächste Mal kommst du mit so einer Info zu uns und bringst dich nicht selbst in Gefahr, verstanden? Ja, Sir, ganz sicher. Okay. Moment, jetzt komme ich aber hier weiter. Welcome home, Miss. Missing Sandwich, das kann auch nur der eine darauf gemacht haben, oder? Babysitters Wanted. Okay. Oh, hier ist eine Tür. Ist da auch noch was? Nein. Okay. Oh. Gerichtsmediziner? Niemand war da, also habe ich durch das Heckfenster in den Van geschaut. Es muss ein grässlicher Anblick gewesen sein, besonders für ein so junges Kind, wie Sie es waren.
15 Jahre jung und sie mussten schon Zeuge zweier Gräueltaten sein. Das muss sie sehr traumatisiert haben. Sicherlich, ich denke schon. Erst Jahre später kam Charlies Unschuld durch neue Beweise ans Licht. Nach zahlreichen Jahren, die er hinter Gittern verbringen musste, wie fühlen Sie sich, wenn Sie das hören? Ich bin nicht von seiner Unschuld überzeugt. Ja, das sagten Sie bereits. Und Larry? Was soll mit Larry sein? Wie ich bereits sagte, der Typ war mein bester Freund, bis zum Ende meiner Highschool-Zeit. Und nach Ihrer Highschool-Zeit? Das hatten wir bereits. Nach meinem Abschluss haben wir uns aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Es scheint sie aus der Fassung zu bringen, wenn ich von ihm spreche. Ich weiß nicht, was es bringen soll, immer dieselben Fragen durchzukauen. Ich dachte, sie wollten mir helfen. Ich verstehe ihre Frustration, Sal, wirklich. Ich möchte ihnen gerne helfen, aber sie scheinen etwas zu verheimlichen. Ich kann ihnen nur helfen, wenn sie ehrlich zu mir sind. Verstehen sie, was ich meine? Ja. Unglücklicherweise ist unsere Zeit für heute auch schon vorüber. Warten Sie. Es geht um Larry. Es tut mir leid, Sal. Sie wissen, dass ich den Zeitplan genauestens einzuhalten habe. Bitte kommen Sie in unserer nächsten Einheit auf Ihren Gedanken zurück. Nächste Woche ist unser letzter Termin vor Ihrer Hauptverhandlung. Daher hoffe ich, dass Sie sich von mir helfen lassen. Okay, jetzt seht ihr die Maske wieder an. Ich denke nicht, dass Sie ein Mörder sind, Sal. Da sind Sie wohl der Einzige. Okay.